Ja, hallo liebe Leute, hier noch ein Nachschlag zu dem Video mit dem Propeller. Ich habe den Propeller nochmal neu konstruiert. Das wollte ich euch nicht mehr komplett zeigen, wie das gemacht worden ist, sondern einfach nur die Änderungen. Punkt 1, ich habe hier einfach mal zwei Fenster aufgemacht, damit man sieht, dass das geht eben auch, dass man halt verschiedene Ansichten sich anzeigen lässt. Man kann jetzt hier einfach halt umstellen, wenn man hier in das Fenster reingeht, und dann kann man hier die Ansichten auch hier umstellen, also da zum Beispiel diese Ansicht wählen, hier, dann wechseln wir auf das Fenster. Man kann auch, ich denke mal, mit Steuerung Tab kann man zwischen den Fenstern wechseln, ja, das geht sehr gut. So, machen wir gerade nochmal oben die Tastenkommandos an, also Steuerung Tab, und dann kann man hier eben, okay, da will ich durch die Ansicht haben oder halt was auch immer. So, man sieht jetzt schon die Änderung an dem Propeller. Punkt 1 ist, der ist hier wesentlich breiter geworden, weil das war einfach, das waren viel zu schmale Blätter, was da rausgekommen ist. Und auch die Konstruktion mit den Linien und mit dem Kreis vorne viel zu aufwendig und zu unflexibel. Ich wollte halt hier Folgendes erreichen, dass der Propeller wirklich hier unten so einen Bogen hat. Und das hier oben auch so einigermaßen. Was habe ich da gemacht? Einfach die Sketche sind geändert worden. Und zwar, die bestehen jetzt hier aus der Linie, wie man das kennt. Das hier ist einfach ein Spline, was dann so angeordnet ist, dass es halt hübsch aussieht. Dann eben auch, dass man hier eben diesen Bogen oben halt machen kann. Wenn der Bogen nicht ausreichend ist, dann kann man den hier ganz einfach noch größer machen. Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Dicke der Blätter ein wenig zu schlapp ist für die Anwendung, wie ich sie vorhabe. Das heißt, da kann man das hier jetzt ein bisschen dicker machen und dann wird das geschlossen, ein bisschen warten. Und schon haben wir das hier da schon mal dicker. Und dann wird jetzt der nächste Sketch genommen. Da ist genau dieselbe Konstruktion. So, dann machen wir hier, das ist das entsprechende, die Orientierung. Und dann kann man das hier jetzt auch entsprechend dicker machen. Okay, machen wir ruhig noch ein bisschen drauf. So zum Beispiel. Und dann haben wir noch den äußeren. Das ist Sketch 3. Da ist hier das die Orientierung. Und der muss natürlich auch noch ein bisschen dicker werden. Und zwar aus dem Grund, damit das einfach stabiler wird. Weil das soll ja schließlich hohe Drehzahlen aushalten. Das nützt das, wenn das total leicht ist und aber schnell kaputt geht. Dann können wir das hier auch noch ein bisschen dicker machen. So zum Beispiel. Und jetzt können wir uns den Propeller hier mal anschauen. So, der sieht immer noch gut aus. Er lässt sich drucken. Genauso wie er hier ist, habe ich den gedruckt ohne ein Raft oder einen Brim. Einfach nur ein Skirt drumherum, damit das einen vernünftigen Anfang findet. Und dann ist das wirklich dem Propeller, den ich hier jetzt liegen habe, der ausgedruckte, der ist schon nicht schlecht von der Stabilität, aber außen, da merkt man so, das ist schon noch zu labberig. Wenn er mal wirklich, wenn er sich hochdreht, der soll sich auch nicht verbiegen durch die Kraft, die er da erzeugt. Also ein bisschen dicker gemacht, und dann kann man einen solchen Propeller hier, den speichere ich jetzt mal unter dem neuen Namen, speichern unter, der hieß jetzt 3V, den nennen wir jetzt mal 4V, vierte Version, und dann können wir den einfach exportieren. Das heißt, hier das Steuerung E, das ich habe die ja immer gemescht. Das machen wir hier jetzt auch nochmal. Das heißt, ich selektiere den Body
Und dann gehen wir her und machen daraus ein Mesh. Das machen wir, indem wir hier wechseln auf Mesh Design. Dann gibt es hier die Funktion Netz aus Form erstellen. Dann gibt es hier bei Standard, da kann man die Parameter eingeben. Ich habe hier 0,1 und 1,0 Grad und das dauert seine Zeit. Da wird das schön beschleunigt werden. So, machen wir mal OK und er legt los mit dem Meshen. Okay, da sind wir fertig. Hier sieht man, das ist fertig, dann ist das jetzt hier das Mesh. Wir können das Original jetzt hier ausblenden. Da haben wir jetzt nur noch die gemeshte Sache. Einmal Steuerung E für Export. Dann wird das exportiert. Einmal Cura starten. So, da haben wir Cura. Dann wird das hier reingeholt. So, das ist Verzeichnis FreeCAD. So, das haben wir da. Das mit der Großschreibung. Dann geht das hier aus Verzeichnis Prop. Und da muss man jetzt die richtige STL auswählen. 4V Body Meshed. Okay. So, das öffnen. War da ein bisschen dran zu laden, weil das ist ja wirklich ein schon fein untergliedertes Mesh. So, da ist der Propeller. Und den können wir jetzt einfach slicen. Standard Slicer hier 0,24 mm Schichtdicke, untere Schicht 0,16, dass er da eben gut auf der Platte haftet. So, das sind alles eigentlich Standardsachen hier. Wände, okay, kann man, ist auch nichts Besonderes. Füllung 80%, weil es eben ein Objekt ist, was hinterher wirklich stabil werden soll. 80%. Und wichtig ist keine Schrittstruktur. Druckbetthaftung nur den Skirt. Und dann lassen wir das mal slicen. So, das war's schon. Kann man sich nun anschauen. 17 Minuten, das kommt auch ziemlich genau hin. Ich habe auch Cura so weitestgehend gepimpt, dass er richtige Zeiten auswirft, auch für meinen Drucker. So sieht jetzt der Druck aus und dann. Was man dann hier sieht, da, das hält wirklich gut auf dem Brett. Ich brauche also das, kann man so drucken, 1:1. Das Einzige, was dann auffällt, ist eben, dass an der Unterseite das so ein bisschen rau wird, weil eben hier im Überhang gedruckt wird. Aber es geht wirklich besser, als ich überhaupt gedacht hatte. Jo, dann drucken und glücklich sein. Gut, das war's zu diesem Video. Diesen Propeller hier, den werde ich auch nochmal drucken und dann werde ich den auch nochmal sintern oder wie ein Kollege aus Australien gesagt hat, ich soll es Backen nennen. Okay, dann backen wir den nochmal und dann gibt es auch damit einen Drehtest. Ich muss mal gucken, mit welchem Motor ich das mache. Der Impellermotor, der ist dafür eindeutig überkandidelt. Der wird auch die Leistungsaufnahme wird da so hoch gehen bei so einem Propeller, dass ich mir da den Regler oder den Motor mit schrotte. Ich habe andere Motoren, die nicht ganz so hochdrehend sind und die eher für diese Propellerart geeignet sind. Muss ich mir aber noch einen vernünftigen Versuchsaufbau überlegen. Also das kann noch so ein oder besser zwei Wochen dauern, bis ich da einen Drehtest machen kann. Gut, das sind schon. Backen, das kann ich ja nochmal im Video festhalten. Einfach nur, dass man auch sieht, dass sowas auch geht. Ich muss mir noch ein anderes
beziehungsweise ich habe die Backform ja schon, ich habe es schon probiert mit dem dünnen, ich habe eine Backform dafür, das Salz reicht auch, also das kriegen wir schon hin. Gut, also wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und ein Daumen nach oben ist gut für den Algorithmus und auch für mich. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.